Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde World of Warships. Wir versenken heute mal Schiffchen mit moderner Artillerie. Viel Glück und ruhige Wasser. Machen wir ihnen das Leben schwer. Ich habe irgendwas Panamerikanisches. Hier so Südamerika. Keine Ahnung, Panamerika, Südamerika, irgendwas Südamerika. Ich schulde ihnen was. Nicht dafür, mein Freund. Ich schulde ihnen was. Also die Wendigkeit dafür, dass es ein ziemlich großes Schiff ist, gefällt mir schon mal. Gut, ist jetzt auch noch Tier 2. In Anführungszeichen Tier 2. Bam, bam, sehr schön. Schöne Nachladezeit. Und wir gehen jetzt ins Gefecht. Los, wo seid ihr? Kommt zu Papi! Gegnerische Streitkräfte entdeckt! Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Okay, sitzt hinterm Berg. Kommen wir an den dran? Wir haben eine gewisse Chance, da dran zu kommen. Oh, das wäre göttlich! Ich setz auf den da ganz rechts! Halbieren die Geschwindigkeit. Oh, die waren schön. Okay, wir haben jetzt unseren eigenen Kampf. Hey, kämpf doch mal gegen mich, Dickmob. Vom Berg. Ich hatte so ein bisschen gehofft, den Rotor zu treffen. Okay, jetzt ist eh hin mit der Deckung. Sehr gut. Ah, verteidigt. Ah, ist nicht so. Jetzt hat er mich entdeckt. Okay. Dann fahren wir anders. Was ist die Zitadelle? Ah, fuck. Das war ein Treffer. Das waren drei. Wir sollten aufpassen. Gleich kommt die Konfrontation mit dem dicken Schlachtschiff. Torpedos auf Backbord. Den werden wir nicht mehr ausweichen können. Aber wir können das hier machen. Schaden abfangen. Shit! Weg, 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 weg! Raus, 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 raus! Ey, das war meiner! Egal, schwächen wir weiter die gegnerische Flotte. Wir müssen jetzt dringend vor dem Dicken abhauen. Wir sitzen hier leider aber gerade so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Kriege ich noch. Die schieße ich in die Seite. Oh no. Jetzt wird spannend. Unser Team hat die Führung übernommen. Sehr schön, da kommen auch schon Schüsse. Torpedos auf Steuerbord.
Nein! Oh. Torpedos werden gerade bitter. Wann kann man Torpedos nach hinten schießen? Egal, noch so ein Torpedo und wir sind hin. Wir müssen das auf jeden Fall verhindern und gucken, dass wir aus dieser Schusslinie hier rauskommen. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Okay, ab jetzt müssen wir defensiv spielen, sonst war es das für uns. Wir versuchen wieder herzustellen, was geht. Aber ich vermute fast, es wird nicht viel sein. Schießen wir auf das große Schiff. Wir sind hier in Deckung. Ist egal, ob wir entdeckt sind. Ich sehe jetzt mal den Motor an. Nein. Auf Stopp. Sehr gut. Ah, da kommt einer mit dem Torpedo und gibt ihm den Rest. Unser Sieg ist in Sicht. Wird ein knappes Ding, aber wir werden es überleben. Wir können gleich wieder was herstellen. Wir müssen nur darauf warten, dass dieses Wiederherstellungsding ready ist. Wir sind jetzt natürlich am weitesten entfernt von der Schlacht. But who cares? Gehen auf den Kleinen da hinten. Das ist gerade so unsere beste Chance. Mit auf den. Halbiert die Geschwindigkeit. Wir schießen erst auf den großen Kreuzer da. Oder das Schlachtschiff. Was auch immer es ist. Negativ. Nicht reingegangen, der Torpedo. Nicht reingegangen. Der geht jetzt rein. Beendet es. Unser Sieg ist in Sicht. Ich könnte sogar nochmal wiederherstellen. Das ist gut. Ich will volle Kanne auf das Schiff zusegeln. An den werden wir nicht mehr drankommen. An den da hinten. An den müssen wir dran. Feuern wir die ersten Schüsse ab. Oh, doch noch erwischt. Sauber. Leider kein Treffer. Der Torpedo könnte gut sein. Haben wir gut gemacht. Wir sind nicht gestorben. Komm, gib uns auch noch zwei Treffer. Oh, sauber. Das ist jetzt Kugelhagel. Gewonnen. Gewonnen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, im Abschlussranking bin ich nicht so weit oben gelandet. Ja, das dachte ich mir. So, mehr so Mittelfeld. Aber egal. Geschafft ist geschafft. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Das ist der ausführliche Bericht für die, die sowas interessiert.
Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.